Hallo, meine lieben Cinema4D-Freunde und willkommen zu einem diesmal tatsächlich weiteren Tutorial. Ich wurde gefragt, ob ich nochmal auf das Thema Displacement eingehen kann, speziell für Bodenbelege, die da wären, Stein oder Pflasterböden. So, ich muss hier gerade mal ein bisschen an den Lautstärken regeln. So, also. Displacement Mapping ist ja eigentlich nichts weiteres als ein Relief, also eine Graustufenmap, die Höhenstrukturen enthält oder Höheninformationen enthält, die bei Displacement Mapping dann auf eine Geometrie angewandt werden. Das ist jetzt erstmal überhaupt nichts Kompliziertes. Es geht ja auch eher um wie man eine Textur aufbaut, wenn man beispielsweise dann einen Steinboden haben möchte. So. Der beste Shader, der mir jetzt einfällt, also man kann es entweder aus einer bestehenden kachelbaren Textur machen. Die bessere Variante bei Cinema 4D ist jetzt aber einen Shader zu benutzen, weil Shader sind zufalls- oder algorithmisch generierte Bildinformationen, die dann auch automatisch kachelbar sind, wenn das, ich sag mal, von der Erklärung reicht. So. Was wir also brauchen, ist erstmal dieser Shader, der da heißt Steinpflaster. Der sieht schon mal, also jetzt nicht besonders gut aus, aber der hat diese Informationen, die wir brauchen, und zwar Fugen und Steine. Dazu noch ein paar andere Informationen. Wenn wir uns jetzt also mal diese Steinfarbe anschauen, dann würde ich die zum Beispiel jetzt mal die Pflastersteine, also die Steine selber, weiß machen. Ohne grobe Strukturen und feine Strukturen, also eine reine Schwarz-Weiß-Map. Die Fugenfarbe, die machen wir dann mal schwarz, damit wir das besser differenzieren können einfach. So, auch hier keine feine Körnung oder sowas drin und Schmutzfarbe bleibt auf 0%. Was wir jetzt hier haben, wenn wir das mal in einem großen Fenster öffnen, ist einfach nur eine reine Kachel. So, und diese, also das hier ist jetzt völlig unendlich kachelbar. Wenn wir uns das jetzt mal auf dem Boden anschauen, diese Textur, dann seht ihr, die kachelt wunderbar hier. Astrein. Das können wir also für eine große Fläche benutzen. Jetzt müssen wir eigentlich nur Folgendes schaffen. Wir müssen aus, ich sag mal, die weißen Flächen durch Steintexturen ersetzen und die schwarzen Flächen durch Fugentexturen ersetzen. Also was die Textur angeht. Fürs Displacement müssen wir eben grau-weiße oder Graustufen Höheninformationen einsetzen. Ja. Im Prinzip behandeln wir in einer Textur mehrere Texturen. So. Wir fangen jetzt einfach mal an, dass wir diesen Shader, so wie er ist, einfach kopieren. Und hier erstmal in den Displacement Shader einfügen. Wir machen hier eine Ebene rein. Und in die Ebene kommt jetzt erstmal unser Shader, den wir soweit vorbereitet haben. So, wenn ich dieses Displacement jetzt einschalte, dann seht ihr schon, dass die Steine höher sind, weil sie weiß sind, und die Fugen tiefer sind, weil sie schwarz sind. Sieht noch ziemlich blöd aus. Zumal Displacement nicht auf den Boden angewendet werden kann, da das keine Geometrie enthält. Das ist einfach nur ein Boden. Wenn wir jetzt aber mal so eine Ebene nehmen und diese Ebene in ein Grundobjekt konvertieren, und das Displacement da drauf werfen, dann haben wir da plötzlich Höheninformationen drin. Die sind noch recht schlecht und grob aufgelöst, aber gut ist. So. Jetzt werden wir einfach mal der Optik halber unsere Steine rot machen und unsere Fugen grün machen. Das können wir nachher durch jede Textur ersetzen, wie wir lustig sind. Woran wir jetzt als allererstes arbeiten müssen, sind diese Übergänge. Erstmal können wir hier beim Displacement das Subpolygon-Displacement aktivieren. Das heißt vier Unterteilungen im Moment. Das bedeutet also, dass diese Kästchen hier, wenn wir jetzt mal in den Polygon-Modus gehen, der hier wird viermal unterteilt, genauso wie der.
Es kann ich entweder diese Geometrie weiter auflösen, um die Detail oder den Detailgrad zu erhöhen. Ja, man sieht hier noch ein paar schlechte Kanten. Oder ich kann das Subpolygon-Displacement erhöhen. Wir können ja mal gucken, wie der arbeitet, wenn wir den auf 5 setzen. Also desto höher diese Zahl ist, desto langsamer wird das gerechnet. So. Der Übergang, der ist aber ziemlich, ja, wir sehen, das ist ein ziemlich harter Übergang. Dafür haben wir gesorgt, weil wir diese ganzen Werte hier im Steinpflaster auf nicht weich gesetzt haben. So, wenn wir uns also die Fugenbreite oder die Fugenweichheit verstärken. Wenn wir also erstmal machen die Fugen größer und dann machen wir die Fugen weicher. Das sollte uns helfen, diesen Übergang besser hinzubekommen. Na, immer noch nicht. Ich übertreibe es mal und mache es mal auf 200% und gucke mal, ob der Displacement Shader da was mit anfangen kann. Ja, er macht es aber schräg. Das ist nicht so schön. Ich hätte lieber einen anderen Algorithmus, der mir das rechnet. Schauen wir mal. Verwerfung. Wir haben diesen Farbkanal noch nicht angepasst. Also diese Einstellung, die vom Farb und vom, also vom Grün und vom Rot, die basieren ja immer noch auf den alten Werten. Deswegen überschneidet sich das hier. Okay, schauen wir, was für Werte wir hier noch haben. Grobe Strukturen, feine Strukturen, Verwerfung. Da. Okay. Zumindest können wir damit schon mal arbeiten. So, damit wir hier noch Strukturinformationen reinbekommen, zum Beispiel von den Fugen, müssten wir uns erstmal ausdenken, wie diese Fugen und diese Steine erstmal aussehen sollen. Ich sag mal, das Grundgerüst ist ja schon mal schön und gut. Wir müssen jetzt nur noch irgendwie das hier ersetzen. Dafür würden wir, wenn wir diese Farben auf Schwarz-Weiß umstellen, dann können wir diesen Shader als Maske benutzen. Das funktioniert ähnlich wie bei den Masken in Photoshop. Wir können jetzt einfach hier mal etwas raussuchen aus den Presets. Visualize Materialien Stein. Dann gucken wir mal, ob wir hier eine einigermaßen nette Steintextur kriegen. Gravel. Stone Rock Gray zum Beispiel. Den können wir ja für die Oberflächen nehmen als Beispiel. Das hier, diese Farbtextur, ist eine Ebene. Das ist also eine wie soll ich sagen, über Shader generierte Textur. Das ist vernünftig, weil das ist dann völlig nahtlos kachelbar. Im Relief hat man ähnliche Werte benutzt. So. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Shader, kopiere den und füge den in unsere Textur in den Farbkanal ein, nachdem ich den hier auf Schwarz-Weiß wieder geändert habe. Es ist eigentlich egal, wie rum ihr es macht. Ihr müsst dann nur darauf achten, dass müsst dann nur darauf achten in der Ebene, wo der Filter sitzt oder wo die Maske sitzt. So. Ebene, und jetzt fügen wir einfach mal diesen Steinshader hinzu. Wir sehen also jetzt hier, wenn ich daraus jetzt eine Maske machen würde. Na, Moment. So, Ebenenmaske. Dass wir damit die Fuge ansprechen. Wir möchten damit aber die Steine ansprechen, also muss es andersrum sein. So, da oben sind die Fugen.
Insofern haben wir jetzt schon mal eine Textur da drauf, die wir dann auch nochmal als Ebene darunter haben und dann bearbeiten können. Jetzt für die Fugen brauchen wir auch irgendwas, da nehme ich dann Rockstone Brown oder so, oder dieses hier, Marble Indian, das ist auch ganz nett. Werden wir auch mal einfügen, gucken wir uns mal den Farbton an hier, sehr viele Risse und sowas drin, gefällt mir eigentlich ganz gut. Der Grünton, den kann man ja später nochmal ändern. Shader kopieren und in unseren Stein, in der Farbkanal, Shader einfügen. Das sind unsere Fugen. So, ich möchte, dass die Steine deutlich dunkler sind, also gehe ich in diese Ebene hier rein und werde da einfach mal einen Effekt Sättigung Schwarzton, wo ist er? Den packe ich ganz nach oben. Aber mal reduzieren, damit er deutlich stärker ist. So. So. Und ich möchte auch, dass der deutlich oder deutlich krasser ist, was diese zum Beispiel diese Strukturen angeht. Da kann ich zum Beispiel einfach mal den Kontrast erhöhen. Dann ist das deutlich stärker. Und das gleiche mache ich hier. Da erhöhe ich auch den Kontrast. Und es einfach wesentlich grober aussieht. Ah, so stark nicht. Ich muss es mal größer machen, damit ich das hier sehen kann. So. Das ist schon mal in Ordnung. So, damit haben wir eigentlich schon unterschiedliche Informationen eingebaut. Wenn ich das jetzt also mal rendern lasse hier, dann sind die Informationen schon mal enthalten. Der Übergang ist noch nicht so schön, aber darauf kommen wir jetzt auch gleich zu sprechen. Zumindest haben wir hier schon mal einen Kachelbahnboden. Was jetzt noch verfehlt, also wir haben ja im Prinzip nur Höheninformationen, die uns die Fugen zu den Steinen ergeben. Wir müssen jetzt dann noch in der Displacement Map Höheninformationen zu der eigentlichen Steinstruktur hinzufügen. Das machen wir, indem wir uns dann eben aus der Farbtextur die entsprechenden Daten rausholen. Zum Beispiel eben für die Ebene Fugen. Dafür brauchen wir nochmal diese Ebenenmaske. Und jetzt gucken wir uns mal den Shader an. Das ist ja, im Prinzip haben wir ja schon die Ebenenmaske. Wir müssen jetzt nur noch die Daten hinzufügen. Wenn wir das jetzt als Maske umwandeln, kommen wir da schon hin. Wir nehmen uns also jetzt erstmal die Steine. Shader kopieren. Displacement Ebene haben wir hier. Shader einfügen. Daraus machen wir eine Ebenenmaske. Da haben wir die Steine und jetzt müssen wir die Fugen. Also diesmal ist es genau andersrum. Shader kopieren. Einfügen. Hierhin. So. Haben wir unterschiedliche Informationen schon mal drin. Das Problem allein ist jetzt, dass die Steine dunkler sind als die Fugen. Und das muss genau umgekehrt sein. Das können wir auch erreichen, indem wir eben hier die Helligkeit nach oben stellen. Ja. Und indem wir die Sättigung rausnehmen, weil wir brauchen keine Farbinformationen da drin. Effekt. So, wir brauchen nur graue Informationen. Die sind wichtig für die Höheninformationen. Es kommt da schon einigermaßen hin. Nur, dass eben bei dieser Ebenenmaske das deutlich weicher sein muss und dass wir am besten das nochmal überlagern. Das heißt, diesen hier, Steinpflaster. Ich meine, der Übergang ist schon relativ weich, aber wir werden jetzt hier die. Vielleicht könnte könnte schon klappen, aber ich werde den trotzdem mal kopieren. Shader einfügen, auf Multiplizieren stellen. Genau so kann ich das ganz gut steuern. Jetzt multiplizieren wir einfach das Schwarze auf das Weiße. Also sollte der Übergang noch ein bisschen weicher werden. Und dann können wir uns ja schon mal zwischendurch das Ergebnis anschauen. Dauert natürlich. Aber wir haben jetzt hier die Steinoberflächen und ich sag mal die Oberflächeninformationen, die wir haben wollten. Ne? So haben wir Stück für Stück eigentlich unsere Textur so zusammengebaut. Was wir jetzt noch brauchen könnten, ist vielleicht ein bisschen Glanz, einfach um die Textur so zu finalisieren. Wir können ja Pflastersteine nehmen, dann haben die einfach einen höheren Glanzwert, vielleicht nicht ganz so breit.
Und diese ganze Displacement Map, das mache ich zumindest ganz gerne, ich kopiere die und füge die nochmal in den Reliefkanal rein, um das ein bisschen zu boosten. So. Ja, und eigentlich ist die Bildinformation jetzt schon fertig, die wir hier so brauchen. Das rendert relativ lange. Ich hoffe, ich bin nicht zu verhackt durchgekommen, während ich da gerendert habe. Aber ich werde jetzt mal ein Licht einfügen. Am besten ein Flächenlicht, Typ Fläche. Schattenfläche. Details invers quadratisch. So. Effekte Global Illumination. Strahlentiefe 2. Radiance Cache niedrig. Vorschau. Ich lasse es mal rendern und dann sehen wir, was dabei rauskommt. Oh, halt. Flächenlicht, Details, im Rendering anzeigen, in Spiegelung anzeigen. Sichtbarkeit, Multiplikator 170%. Ich glaube, so könnte es gehen. Ja, und wie wir sehen, das Ergebnis ist eigentlich gar nicht schlecht. Finde ich zumindest. Dafür, dass wir hier nur ein paar Minuten gebraucht haben, um diese Textur zu bauen. Und die ist jetzt kachelbar und auf jede Fläche anwendbar. Das ist eigentlich recht gut. So, man kann jetzt an den ganzen Details noch ein bisschen arbeiten, aber das passiert genauso, wie wir eigentlich schon hier angefangen haben. Stück für Stück. Und ja, damit ist, glaube ich, das Tutorial am Ende. Das könnt ihr ja, wie gesagt, auch mit einer kachelbaren Textur als Bilddatei machen. Nur dann müsst ihr sie bei Photoshop so vorbereiten, dass ihr eben halt auch die Schwarz-Weiß-Informationen habt. Ihr müsst also die Fugen von den Objekten trennen oder eben eine verdammt gute Schwarz-Weiß-Map oder ich sag mal Graustufen-Map zu dieser Textur haben. Dann könnt ihr das aus einem Guss machen. Das erfordert halt einfach nur, dass die Qualität dieser Textur gut ist. Und dann kann Cinema 4D das auch umsetzen. Der Trick ist eigentlich nur darauf zu achten, dass das Subpolygon-Displacement eingeschaltet ist und dieses dann eben auf Geometrien angewandt wird, die eben auch Polygonobjekte sind. Dann kann Cinema 4D das verrechnen. Und dann steht dem Ganzen eigentlich nichts mehr im Wege. Die ganzen optischen Effekte, Glanzlichter, Spiegelung etc. pp. Ist dasselbe Prinzip wie bei allen anderen Texturen. Da unterscheiden sich die Steintexturen nicht besonders. Aber die Vorgehensweise für so Displacement-Texturen, wenn man sie kachelbar machen möchte und steuerbar machen möchte, dann ist es halt eben in diesem Masken- und Ebenenverfahren. So wie wir das eigentlich schon mal bei der Straßentextur gemacht haben, zum Beispiel. So kann man das gezielt steuern, wenn man jetzt Informationen ändern möchte. Ja,
Und wenn dazu jetzt speziell noch, also ganz speziell Fragen sind, dann stellt sie bitte. Und ansonsten, ne, probieren, 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 bis man an das Ergebnis kommt, das man sich wünscht. Ja, und damit verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.